Hallo und herzlich willkommen zur Mobile TechCon 2017 live in München. Ich habe hier den Dominik Helleberg von der Innovex GmbH zu Gast. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Ja, danke. Gerne. Und wir wollen heute über den heißen Scheiß sprechen, und zwar Heimassistenten, persönliche Heimassistenten wie Google Home oder eben Amazon Alexa. Mhm. Und kannst du dir erklären, warum gerade jetzt dieser Durchbruch gekommen ist? Na gut, das hat vor allem halt technologische Gründe, weil diese Assistenten ja ausschließlich über Sprache bedient werden müssen. Brauchst du halt eine relativ gute Spracherkennung und auch ein relativ gutes Natural Language Understanding. Also der Computer muss ja verstehen, was du von dem willst. Und wenn du jetzt so zurückdenkst an die letzten Jahre, dann war das mit der Sprachsteuerung früher so eine Sache. Man musste dann immer sehr deutlich und langsam sprechen. Und das hat halt nicht sehr gut funktioniert. Und da hat es dann technologisch ein paar Durchbrüche gegeben, so Stichwort Machine Learning oder neuronale Netze. Und seitdem können die Computer uns halt schon wesentlich besser verstehen. Und das ist eigentlich der Grund dafür, warum man jetzt solche Produkte überhaupt erst bauen kann. Okay. Und welche Technologie steckt denn da ganz genau dahinter? Also genau, wie funktionieren diese Assistenten? Genau, also wie funktionieren die? Eigentlich sind die eigentlichen Geräte, und das kann man ja auch schon am Preis ablesen, sind relativ einfach aufgebaut. Also du hast meistens ein Mikrofonarray, die halt einfach alles aufnehmen, die ganze Zeit. Und wenn du eben das Keyword sagst, zum Beispiel Alexa oder OK Google, das wird auf dem Gerät noch prozessiert. Ab da wird alles das, was du sagst, dann in die Cloud übertragen. Und da findet dann die eigentliche Magie oder die eigentliche Arbeit statt. Nämlich da wird dann deine Stimme prozessiert, zerlegt und analysiert und wird versucht herauszufinden, was du denn jetzt eigentlich genau möchtest an der Stelle. Also die Geräte an sich, wie gesagt, sind gar nicht so intelligent. Also die sorgen eigentlich nur dafür, dass du halt das, was du sagst, auch möglichst sauber übertragen kriegst ins Backend. Mhm. Genau, da fällt ja das Stichwort Voice User Interface. Das ist ein sehr wichtiger Bestandteil eben dieser Assistenten. Und was kann man denn mit diesem User Interface eigentlich alles so anstellen? Ja, also da hast du natürlich auf der einen Seite die Marketingversprechungen. Die Liste ist lang, was die alles können sollen. Also von Smart Home Steuerung, dass du dein Licht ein- und ausschalten kannst oder ein Thermostat setzen kannst, über dir die News vorlesen lassen, Wetterbericht, ne? Shopping, Amazon natürlich ganz weit vorn, dass du einfach Sachen bestellen kannst. Also da gibt es eine relativ lange Liste dessen, was sie alles können sollen. Die spannende Frage ist eigentlich, du hast es gesagt, Voice User Interface. Was ist eigentlich sinnvoll darüber abbildbar? Also technisch möglich ist viel, aber ob das für den User auch Sinn macht, ist dann halt die ganz andere Geschichte. Ne? Und da, glaube ich, experimentieren wir momentan noch. Also es steht alles noch sehr am Anfang. Und da muss man erstmal rausfinden, was bin ich denn eigentlich bereit, über ein Voice-User-Interface als User überhaupt durchzuführen? Und was ist mir viel zu kompliziert? Wofür setze ich mich dann doch lieber an den Computer? Ja. Und als Entwickler, was muss man da beachten, wenn man jetzt über das Voice-User-Interface Skills oder Actions, je nachdem, entwickeln möchte? Genau, also du hast schon gesagt, es gibt Skills und Actions. Das heißt, man ist halt wieder an diese Ökosysteme gebunden und die sind auch natürlich nicht kompatibel. Das heißt, wenn ich jetzt Skills entwickle, kann ich nicht daraus eins zu eins eine Action ableiten. Ich muss mich also erstmal damit beschäftigen, wie Google und Amazon das dann halt vorgesehen hat. Ja, und dann muss ich mir die Dokumentation durchlesen, dann muss ich ein bisschen verstehen, wie funktioniert überhaupt so ein System. Also was sind Intents, was sind Entities, wie muss ich meine Logik aufbauen, damit auch hinterher das, was der User sagt, irgendwie für mein Programm dann wieder Sinn ergibt. Ja. Das heißt, am Ende des Tages beide Ökosysteme kennen, lieben und vielleicht auch hassen lernen an der einen oder anderen Stelle und viel experimentieren. Okay. Und wäre es dann vielleicht nicht einfacher, man greift auf den Chatbot zurück? Ja, Chatbots. Die sind natürlich also ziemlich eng verwandt zu diesen Voice-User-Interfaces, weil ich eben auch über Sprache, zwar schriftlich, aber halt über Text kommuniziere. So richtig abgehoben haben die in Europa ja nicht. Das ist ja eher so ein asiatisches Ding. Und ich glaube, Chatbots haben den großen Nachteil, dass ich eh schon an einem Gerät bin, wo ich halt einen Touchscreen oder eine Tastatur habe und dann vielleicht lieber in die App oder auf die Webseite wechsle, wo ich den Use Case, den ich vorhabe, dann auch da durchführen kann. Voice User Interfaces sind halt immer dann da, wenn du kein Gerät in der Hand hast, wenn du dein Smartphone irgendwo rumliegen hast oder du bist in der Küche oder sitzt auf der Couch bequem und hast keine Lust, dein Tablet oder dein Laptop aufzuklappen. Und ich glaube, da ist einfach der Anreiz oder die Chance größer, dass man dann das Voice-User-Interface verwendet, als zu einem Chatbot zu greifen, wenn ich eh am Smartphone bin. Zum Schluss würde ich gerne noch mit dir einen Blick in die Zukunft werfen. Was würdest du sagen, so in 10 Jahren, was werden wir wohl alles per Sprache steuern?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube schon ziemlich viel. Also meine Hoffnung wäre natürlich vor allen Dingen Smart Home Geschichten und auch, dass es im Auto mal besser wird. Also dass diese modernen Technologien auch im Auto Einzug halten, dass ich wesentlich mehr über Sprache steuern kann. Ja, was wird sonst noch kommen? Ich denke Heim-Entertainment-Systeme, also TV, Hi-Fi, Musik, wenn du alles umschalten und skippen und weitermachen kannst, ohne überhaupt eine Fernbedienung in die Hand nehmen zu müssen. Es werden auch immer mehr Geräte kommen, die auf Sprache reagieren. Auch da ist wieder die Frage, was macht davon wirklich Sinn? Also hin und wieder ist ein Knopf zu drücken, vielleicht auch einfach das naheliegendere Bedienelement. Wir werden sehen. Ich glaube, es wird eher spannend sein zu sehen, ab wann wird denn die Computerseite auch intelligent? Also ab wann hast du auch auf der anderen Seite nicht nur einen programmierten Ablauf, so wie wir es jetzt haben, sondern ab wann hast du das Gefühl, wirklich mit einem intelligenten Assistant zu sprechen? Weil da sind wir definitiv noch nicht. Ja, das hört sich super spannend an. Unterhalten wir uns doch einfach in 10 Jahren nochmal und schauen, was wirklich wahr geworden ist. Genau. Vielen Dank fürs Interview und noch viel Spaß. Sehr gerne, danke.